Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder mal auf der Alpenmap, auf der neuen Mini-Brunne und ihr seht es, ich bin gerade dabei hier mit den Strohballen zu hantieren. Mit unserem Teleskoplader von Klaas, weil Hintergrund ist folgendes. Ja, ich hatte es vergessen und wir müssen das nächste Mal wieder etwas cleverer anstellen. Das Problem ist natürlich, dass wir in den Schweinestall keine Ballen einkippen können, nicht so elegant wie eben bei den Kühen. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der das hier auflöst. Denn das müsste jetzt ein bisschen mehr sein und deswegen müssen wir uns hier ein kleines bisschen behelfen. Wir lösen einfach hier die Ballen auf mit unserem Futtermischwagen. Ich weiß, man könnte natürlich auch, und das sehen wir hier, wo haben wir es denn? Tierhaltung, da gibt es natürlich zum Einstreuen, gibt es hier diese Gerätschaften oder zum Beispiel auch wunderschön. Und da müssen wir uns mal Gedanken machen, ob wir vielleicht da mal einkaufen, nämlich dieses Gerät hier. Da kriegt man natürlich dann auch die Ballen rein und kann die dann schön einstreuen bei den Schweinchen. Das wäre jetzt nicht der Fall unbedingt bei den Kühen. Da kriegen wir das auch so rein. Aber wir können uns natürlich auch erstmal hier mit diesem Futtermischwagen behelfen und das Material dann auch so reinkriegen, weil die Schweine brauchen jede Menge Stroh, habe ich jetzt gerade wieder festgestellt. Ich habe dann schon mal ein bisschen was reingekippt, aber ja, da geht immer noch was. So, das geht übrigens relativ früh hier zum Abkippen. So, Dele, und dann abkippen. Augenblick. Jetzt. So, und dann sieht man nämlich hier auf der Seite, da müsste das dann langsam immer etwas mehr werden. Ah, sind wir schon so weit? Okay. Ja, weil hier tut sich nämlich nichts. Das hier ist die Schnote, die Strohtextur. Okay, er ist schon leer. Und dann schauen wir mal ganz kurz rein, wie es jetzt denn... Ja, jetzt ist fast voll, jetzt ist gut. Wunderbar. Und bei den Holsten, da sieht das auch gut aus, so wie ich das sehe. Ja, da brauchen wir nichts mehr einwerfen. Und da oben habe ich dann soweit voll gemacht. Das passt dann auch sehr schön, sehr schön. Also da, die Tierchen sind jetzt erstmal versorgt, denn... Ich will nämlich Folgendes heute mit euch machen. Ich habe es ja schon in der letzten Folge wegen angekündigt. Ich habe einfach Bock hier jetzt mal mit dem Klaas Xerion, mit dem neuen alten Xerion, mit dem 3000er hier mal ein bisschen zu agieren. Ich stelle jetzt mal den Futtermischwagen wieder hier ab. So, abgehängt. Und dann lassen wir auch den Fendt hier stehen. Und jetzt schauen wir mal. Ah, den räumen wir auch noch schnell auf. Also, ich habe auf jeden Fall schon mal Feld Nummer 15. Ich habe den Auftrag angenommen zum Mähen und dann sollen wir Ballen pressen und diese dann zum Viehhandel bringen. Und zwar auf Feld Nummer 15. Und deswegen habe ich da schon mal ein bisschen was vorbereitet. Sieht man es denn? Augenblick, wo sind wir? So, jetzt hier, da steht da doch unser Xerion, unser wunderschönes Gerätchen mit dem Schneidwerk und allem drum und dran. Und dann habe ich hier noch diese Kombi, denn ich habe trotzdem mal hier die Gerätschaften ausgeliehen und da fand ich eben diese John Deere Kombi mit dem Wickler richtig cool. Das werden wir dann auch mal antesten. Das sieht nicht schlecht aus und dann habe ich auch schon mal hier unseren Schwader mit runtergeholt, denn wir brauchen ja auf jeden Fall die Schwarte. Das macht ja unsere Glaskombi nicht. Und den bringen wir dann später hoch eben zum neuen Feld, wo dann auch er dann zukünftig hier sein Zuhause haben wird. So, Dele, also dann gehen wir mal hier aufs Feld und testen mal, was hier der Kollege Klaas hier drauf hat. So, ich hatte ja schon ein bisschen die Befürchtung, weil ich habe nämlich nicht ganz aufgepasst, ob es da vorne überhaupt eine Zapfwelle hat an dem Gerätchen, ne? Aber es hätte mich ja auch gewundert. Und ich hatte ja auch gedacht, warum wackelt das denn da vorne hier so wie wild, ne? Man sieht es, wie es wackelt. Und da dachte ich, vielleicht liegt es daran. Aber nein, es müsste eigentlich soweit funktionieren. So, wir klappen auf. Und vorne schalten wir an. Sehr gut. Ja, also, er mäht doch. Und stopp an. Und jetzt noch hinten. Und los geht's. Und der müsste jetzt richtig flott hier doch übers Feld gehen. Ja, natürlich 22 km/h. 315 PS, der Klaas Xerion. Und ich finde es eine coole Mähkombi.
Und ihr seht es da drüben, da haben wir immer noch hier unseren kleinen Ballenobelisk hier auf dem Feld stehen. Den werden wir natürlich dann auch bei Gelegenheit mal einsammeln. Aber jetzt machen wir wie immer erstmal unser kleines Vorgewende, bevor wir ihn hier dann losschicken. Wir hätten natürlich auch die Kabine drehen können und könnten das Ganze auch andersherum machen. Aber das werden wir dann mal ausprobieren, wenn wir oben am Feld sind, bei unserem Grasfeld. Aber so, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut. 10 Meter Arbeitsbreite. Da guckt ein bisschen was zusammen. Und im Prinzip ist der gar nicht mal dann so viel langsamer als der Krone Big M. Weil der wäre nämlich hier in dem Auftrag mit dabei gewesen. Der steht jetzt noch beim Händler rum. Und der müsste sich dann eigentlich auch ganz gut da am Berg machen. So, da können wir den großzügig mähen. Wunderbar. Und da sind wir auch schon. So, der Vorteil ist natürlich die Allradlenkung. Damit sind wir deutlich beweglicher hier auf dem Feld. Das ist natürlich nicht verkehrt im Gegensatz jetzt zum Traktor. Oder zu einem Traktor, zu einem klassischen Traktorgespann. Schleppergespann. So, dann lassen wir jetzt mal hier den Helfer arbeiten. Und hier steht er nämlich, der Big M 450. Und ich bin gerade am Überlegen, was hat denn der für eine Arbeitsgeschwindigkeit? Lass mich mal da nochmal reinschauen. Das ist aber beim Selbstfahrer. Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Wo haben wir ihn? Da ist er doch, Mähtechnik. Was fährt denn der? 25 km/h. Okay, okay. 25 km/h. Das ist jetzt auch nicht viel, viel schneller. Also ich denke, mit unserem Gespann sind wir auch ganz gut unterwegs. Und jetzt fällt mir noch ein, jetzt schauen wir nochmal, was hätten der gekostet? 380.000. Ja, uns hat der Glas knappe 100.000 gekostet, das Mähwerk 100, dann mit dem Mähwerk zusammen, ich denke so um die 160, also da sind wir doch gar nicht mal so viel teurer. Wie gesagt, die einzige Einschränkung ist mehr oder weniger. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, wartet mal eine Sekunde. So, weil jetzt machen wir nochmal die Hilfe an, weil das interessiert mich jetzt doch. Ich sehe nämlich gerade, dass da hinten Reitablage, wir können anscheinend doch, oder? Okay, das klappt jetzt zusammen. Die Frage ist halt nur, Breitablage oder Schwartablage. Wir schauen uns das einfach mal an. So, haben wir den vorne dann auch sowas wie? Nee, vorne haben wir sowas nicht. Mal schauen, was jetzt passiert. Aber so viel Schwartablage kann das nicht sein. Der macht natürlich dann nur für die einzelnen Bahnen, macht er dann ein bisschen Schwartablage, ne? Ja, 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 das ist natürlich, ja, das bringt uns nicht allzu viel. Okay. Gut. Dann steigen wir mal hier aus und fangen schon mal an, hier die Schwart zu machen. Mit dem Altra N174. So, was hat er für eine Arbeitsbreite? Ich glaube auch 8,40 Meter oder irgend sowas um den Dreh rum. So. Jo, und da würde ich doch sagen, den lassen wir gleich hier mal mit dem Helfer arbeiten. Das passt dann. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es hinkommt. Und dann können wir, ah ja, okay, nee, nee, da müssen wir, glaube ich, schon ein bisschen unterstützen. Weil die, ja, sonst die an den Bäumen, glaube ich, hängen bleibt. Beziehungsweise der Helfer dann jetzt schon umdrehen will, weil er zu dicht an den Bäumen vorbeifährt. Sehr gut. Ja, sind einfach zu viele Bäume hier. Also es versperrt einem immer ein bisschen die Sicht. So, Dele.
überlege jetzt gerade, wenn wir genau in der Schwart fahren, aber nee, das reicht glaube ich nicht. Dafür ist er dann doch, wir bräuchten dann schon einen 10-Meter-Teil. Naja, wir müssen dann immer so ein bisschen versetzt in der Schwart fahren. Dann passt das, glaube ich. Ja. Ja, und wie gesagt, der große Vorteil ist natürlich jetzt hier von dem Xerio mit seiner Allradlenkung, dass er hier natürlich auf geringerem Raum auch wenden kann. So, dann machen wir hier dann auch einmal das Vorgewende. Und der Xerion ist jetzt auch schon fast fertig mit Mähen. Also das war dann ein kurzes Vergnügen, aber ein schönes Vergnügen, das mich sehr optimistisch lässt, nämlich für die Zukunft zu blicken, wenn wir dann auf unserem neuen Grasfeld am Berg oben dann wirklich anfangen mit dem Schnitt. Weil der Xerion, der ist richtig flott unterwegs. Und ich glaube, das ist eine schöne, schöne Alternative. Dann eben zu einem Krone-System. Zu einem Selbstfahrer. Wobei ich aber auch sagen muss, den habe ich auch sehr, sehr gern in meinem Fuhrpark. So, Dille. Dann schauen wir mal, was macht denn der Xerion? Ja, der wird sich da jetzt ein bisschen festhängen, weil natürlich, klar, ist halt ein bisschen eckig oder wie soll man sagen, nicht ganz so geschickt hier, helferfreundlich das Feld. Das wollte ich doch sagen. Okay, so, dann mal hier los. Ja, da hat er sich jetzt noch ein bisschen hier festgefressen oder festgefahren. Ah, stopp, stopp. Ja, wir klappen mal hinten besser zusammen. Ah, dann fährt er das Ding auch noch zusammen. Ah, ist schon nicht schlecht. Ja, und jetzt gehen die Schneidwerke so ein bisschen auseinander. Das ist schon cool. Ach, ja klar, jetzt hat er den Ballen da hochgeschoben. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Unseren kleinen Obelisken hier, der hier auf dem Feld stand. Okay. Wunderschön aushebeln und wenden, bitteschön. Komm, komm, komm. Ah, was machst du? Nee, 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 mein Freund. Nicht in die Richtung. Das hat mich jetzt aber gewundert, warum er in die Richtung wollte. So. Jo, 22 km/h. Auch das ist jetzt aber ein bisschen hier ungeschickt, okay. So, dann übernehmen wir mal. Und dann machen wir hier den Rest selbst. Da wir ja sowieso mit dem Schwar darüber müssen, ist es nämlich auch gerade egal, wie wir das Ganze jetzt hier mähen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt wird er natürlich da oben auch dann gleich ein Problem kriegen, hier der New Holland.
So, jetzt noch hier das letzte Stückel weg hier, den letzten Flicken. Und dann haben wir... Oh, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen erschrocken, aber das war der Schatten vom Flieger. Ich habe jetzt gedacht, da kommt schon der New Holland angefahren. So, und dann packen wir wieder zusammen. Und der New Holland, der hat sich jetzt bestimmt hier festgefahren mit dem Ballen. Sauber, sauber, sauber. Sehr gut, das gefällt mir. Machen wir nochmal ein Thumbnail für die Nachwelt. Okay, einmal ausschalten. Ja, stopp, 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 mein Freund. Ist absolut richtig. Wir machen das jetzt anders. Augenblick, wir machen das so. Einmal abhängen. Und dann schieben wir hier den Ballen mal rüber. So, dazu lassen wir das Gewicht ab. Dann können wir es, glaube ich, besser schieben. Ja, hier mitten rein, da ist okay. Sehr schön, das passt soweit. So, wo ist denn jetzt unsere Presse? Einmal die John Deere Presse, bitte mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert. Ausklappen. Ja, da tut sich was. Ich denke doch gerade. Einmal ausklappen. Oh, da bin ich mal gespannt. Ah, okay. Okay, okay. So. Also die Aufgabe war ja definitiv Silageballen machen. Ich schaue lieber nochmal rein, bevor ich wieder was falsch mache. So, also aktiv. Schneide das Gras, presse das Gras zu Ballen und wickel sie ein, um Silageballen zu erhalten. Und dann bringen wir das Ganze zum Viehhandel. So schaut's aus. So können wir das gerne tun. Wir schauen mal. Motor stoppen, Ballgröße. Augenblick. Ja, stopp, 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 stopp. Bevor wir wieder was Falsches machen, 150, ne? 180 macht da keine Silageballen. Und nächstes Gerät, Ballenpresse anschalten, automatisches Ablegen anschalten, beziehungsweise so ist nämlich richtig. Und dann mal los. So, Siliermittel haben wir keins, brauchen wir auch nicht. Okay, zwar. Augenblick mal. Ist das eine Doppelkammer? Weil der fährt ja ganz schön flott hier los. Boah, 38? Ach, das ist bestimmt ein Mod. Ja, 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 okay, okay, okay. Ich sehe nämlich auch gerade, wir haben schon 10.000 drin und er hat hier noch keinen Ballen gepresst. Das ist ein Mod. Da machen wir lieber kleinere Ballen. Das müssen wir gleich umschalten. So, 125. Weil sonst kriegen wir nämlich die Presse nicht leer. Ja, 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 ja. Da sind wir natürlich relativ zügig dann unterwegs. Also wie gesagt, das ist ein Mod, so ein Spezialmod. Den hatten wir auch schon mal angetestet hier, diese Fast Bale Ballenpressen. Aber die sind halt schon extrem, ja, ich sag mal, außerhalb Konkurrenz. Weil jetzt hier mit fast 40 Sachen übers Feld fliegen, ne? Eieieiei. So, jetzt müsst ihr dann mal langsam anfangen zu pressen hier. Ach du Schande. Also das ist natürlich eine echte Fast Bale. Das ist eine echte Fast Bale. Ich bin dann mal gespannt, ob wir die Ballen... Ja doch, da haben wir einen Wickler bzw. einen Sammler. Stopp, 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 stopp. Gleich mal hier rum. Okay, sonst legt er uns das Ding wieder weiß Gott wohin. Ah, und da hat natürlich auch eine unheimlich breite Aufnahme. Das sieht man jetzt auch. Also da kann man ja schier nirgends vorbeifahren. Boah. Sehr schön. Ganz wilde Geschichte hier. Also das ist jetzt schon mal extrem fast. Freunde,
Wir sind wieder mal bei 20 Minuten angekommen und haben endlich unseren Klaas eingesetzt hier zum Mähen. Und ich muss echt sagen, ich freue mich auf den Klaas. Also ich glaube, das war eine gute Anschaffung der Xerion 3000. Und das wird eine spannende Geschichte, wenn wir dann auf jeden Fall oben dann zum ersten Mal wickeln oder beziehungsweise Mähen den ersten Schnitt machen bei uns oben auf dem neuen Grasfeld am Hang, das Feld Nummer 1. Freunde, ich bedanke mich recht herzlich bei euch und lasse hier den John Deere noch ein bisschen arbeiten mit dem super, super, super Fast-Baler. Ich sage tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal hier wieder bei uns auf der Alpenmap.